Hallo Leute, willkommen hier mitten aus der Natur. In einem meiner letzten Videos stand in den Kommentaren der Wunsch eines Zuschauers, ob ich nicht mal wieder eine kleine Geschichte erzählen könnte von einem Erlebnis mit Wildtieren hier draußen in der Natur. Ja, und da ich gerade Mittagspause mache, nehme ich dies zum Anlass, um euch eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich habe auch hier in der Seite meiner Hosentasche etwas ganz Besonderes mit dabei, was ich euch gleich zeigen werde. Etwas, was ich im Wald erst vor kurzem gefunden habe. Ja, ich bin hier gerade unterwegs, weil ich Videos drehe für meinen zweiten Kanal Wildpflanzen TV. Und falls ihr den noch nicht kennt, gerade noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle, schaut dort mal vorbei. Auf diesem Kanal stelle ich Interessantes und Wissenswertes zum Thema Wildpflanzen, Heilpflanzen, Pflanzen, die man im Buschkraft- und Survival-Bereich verwenden kann, die stelle ich da eben vor. Ja, also, die schönsten Erlebnisse, die schönsten Begegnungen mit Tieren sind die, wenn ich auf Wildtiere treffe, ich sie sehe, aber die Wildtiere mich nicht sehen und ich sie dann in Ruhe beobachten kann, bis sie mich dann irgendwann wahrnehmen und dann Reis ausnehmen. Und vor circa 4 Jahren, da bin ich des Öfteren draußen gewesen, in der Natur. Das war noch vor meiner YouTube-Zeit, bevor ich draußen gefilmt habe. Und da bin ich öfters mal abends oder früh morgens rausgegangen und bin dann meist barfuß einen Wanderweg entlang gelaufen durch den Wald. Also man kann sagen, nicht gelaufen, sondern geschlichen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ich also ganz normal das Haus verlassen habe, bis zum Waldrand gewandert bin und dann entweder war das schon barfuß oder ich habe dann meine Schuhe ausgezogen, habe sie in den Rucksack gepackt und bin ab dem Punkt, wo ich im Wald war, habe ich mich wie in Zeitlupe bewegt. Ich bin wirklich geschlichen. Auch nicht so, wie man jetzt das normale Schleichen kennt, so, sondern noch einen Tick langsamer, richtig fast wie in Zeitlupe habe ich mich bewegt. Dafür brauchte ich natürlich anfangs erstmal viel Geduld und musste selber zur Ruhe kommen. Und wenn man dann vielleicht 10, 20 Meter weiter schaut, dann sieht man vielleicht in der Ferne schon etwas Besonderes, möchte dort schnell hinkommen, dann muss man sich schon selber bremsen. Und ich habe das tatsächlich dann immer durchgehalten. Im Laufe der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und ich bin dann also in den Wald hinein, um dort durch den Wald zu schleichen und nur noch zu beobachten. Ich habe daraus so eine Art Sport gemacht, so eine Art Spiel. Ich habe versucht, so leise wie möglich zu sein. Ja, und da hatte ich einige Tierbegegnungen, von denen ich jetzt darüber berichten möchte. Die häufigste Begegnung, das war mit kleinen Tieren und zwar mit Mäusen. Ich war dann so leise, dass am Wegesrand war so eine kleine Böschung mit trockenem Laub und da hat es überall geraschelt. Und durch das Rascheln konnte ich sofort sehen, wo diese Mäuse sind. Und wenn es dann geraschelt hat, da bin ich stehen geblieben. Es war mehr als ein Stehenbleiben. Es war ein Einfrieren des gesamten Körpers, auch des Geistes. Mein Geist, mein Körper sind eingefroren und meine Augen haben fokussiert. Wie ein Raubtier sozusagen, wie eine Katze, wie ein Fuchs, wie ein Tiger, die, wenn ihr schon mal solche Tiere beobachtet habt, wie die durchs Unterholz schleichen und dann schauen und wenn sie was entdecken, gerade eine Katze, die bleibt dann wie versteinert stehen. Und so habe ich das auch gemacht und konnte dann von nah an die Maus vor mir beobachten, was sie so macht. Manchmal sind die Mäuse aus ihrem Mäuseloch raus, haben rumgewerkelt, haben ihr Nest, gerade im Herbst, ihr Nest ausgestattet, haben Material gesammelt oder sie haben Futter in ihr Nest reingeschleppt. Überall, das war ein Buchenwald, lagen Bucheckern herum oder sie haben doch vor ihrem Nest haben sie schon mal gefressen oder sich geputzt so. Und es sah ganz süß aus, so eine kleine Maus, wenn sie da sitzt, so sich ganz unbedarft reinigt und putzt und frisst und hat mich eben nicht wahrgenommen. Und da muss man auch wirklich ganz, ganz leise sein. Da reicht schon ein kleiner Knacks. Oder hier so ein Geräusch hier, so ein Klappern von der Kleidung. Da habe ich auch drauf geachtet. Ich habe diese Kleidung, ja, entweder habe ich sie abgeklebt mit, man kann das abkleben mit einem Panzertape oder Tesafilm oder man kann sich da irgendwas einfallen lassen. Auch ein Stückchen Stoff hier rüber stülpen oder Gummi, dass es eben nicht mehr klappert. Und
dass die, ja, man muss einfach erstmal sich selber beobachten, wo mache ich gerade Geräusche, wie kann ich das abstellen. Und es ging dann so weit, ich habe das dann richtig perfektioniert, dass ich einmal auf einem Forstweg war, mitten im Wald, und bin dann den Waldweg entlang geschlichen. Das erste Mal kam ein, ich denke mal, es war ein Baumarder, der kam direkt auf mich zu. Ich sehe, wie er aus dem Wald herauskommt. Wenn man gute Ohren hat, dann kann man schon im Wald hören, wenn also auf dem freien Waldweg ist, was sich im Wald bewegt. Ich habe dann oft Rehe gehört oder eben auch diesen Marder. Da habe ich gehört, oh, da kommt was. Da bin ich stehen geblieben, bin wieder eingefroren. Und dann kam der tatsächlich auf den Weg, dieser Marder. Auf der anderen Seite des Weges war so ein alter Baum, in so einer großen Baumhöhle. Und da ist er dann rumgeklettert, hat dann nach Futter gesucht. Der kam eben auf diesen Weg aus dem Wald heraus. Das ist immer so ein spannender Moment. Ihr hört was im Wald. Und dann, ja, hofft ihr hoffentlich, komm doch auf den Weg, liebes Tier. Komm doch, dass ich sehe, was das ist. Und tatsächlich kam eben der Marder auf den Weg. Und dann stand er vor mir. Der hat mich gar nicht wahrgenommen. Der hat mich überhaupt gar nicht gesehen. Obwohl der vielleicht 15, 20 Meter vor mir war. Der war so beschäftigt mit Futtersuche. Was ist hier los? Was ist da los? Oftmals konnte ich beobachten, dass die Tiere mich so kurz anschauen. Ich habe auch versucht, immer Blickkontakt zu vermeiden. Also wenn das Tier da war, habe ich versucht, nicht das Tier direkt anzuschauen, sondern ein bisschen runterschauen. Gut ist, wenn man auch das helle Gesicht etwas verdeckt hat. So. Aber es hat nicht mal so eine große Rolle gespielt. Ich habe dann einfach so nicht das Tier direkt angeschaut, sondern so seitlich. Und ich höre gerade einen Hubschrauber kommen. Würde ich sagen, mache ich ganz kurz Pause, dann geht die Geschichte gleich weiter. Okay, das war ganz gut, dass der jetzt kam. Da konnte ich mal einen Schluck trinken und ein bisschen was essen zur Stärkung, denn ich wollte ja eigentlich Mittagspause machen. Okay, wo war ich stehen geblieben? Bei dem Baumarder. Ja, das war dann also so. Der hat mich also wieder überhaupt gar nicht wahrgenommen und kam dann immer näher auf mich zu, bis er mich dann irgendwann spitz gekriegt hat. Vielleicht hat er mich erkannt, meine Silhouette, kannte Menschen, menschliches Aussehen, oder hat mich vielleicht gerochen. Auf jeden Fall hat er mich bemerkt und hat dann Reis ausgenommen. Und jetzt die, ja, mit die schönste Begegnung und die Begegnung, wo auch das Tier, ein sehr scheues Tier, so nah mit dran war wie fast noch nie. Gleiche Situation wieder. Ihr könnt das auch selber ausprobieren. Ich bin diesen Forstweg entlang geschlichen. Der Forstweg ist übrigens deswegen so vorteilhaft, um dort Tiere zu beobachten. Wenn ich das jetzt im Wald mache, die Wahrscheinlichkeit im Wald auf ein Tier zu treffen, ich meine generell die Wahrscheinlichkeit auf ein Tier zu treffen, ist schon relativ gering. Aber auf dem Forstweg ist eben der Vorteil, dass der sich durch den Wald schlängelt und Tiere den Weg überqueren, wenn sie von einem Waldstück ins andere wollen. Beziehungsweise nutzen die Tiere Forstwege auch oft als selber als Wanderweg, weil man da eben gut drauf wandern kann und weil es rechts und links vieles zu entdecken gibt. Und man kann eben, wenn ihr jetzt auf dem Wanderweg entlang schleicht, man kann sehr weit schauen. Das heißt, wenn ganz hinten ein Tier den Weg überquert, dann kann ich das schon mal sehen. Im Wald kann ich nicht so weit schauen. Deswegen, das ist der Vorteil. Ja, und da war ich auch wieder mitten im Wald drin, schleiche so vor mich hin. Und dann sehe ich wieder, erst wieder höre ich das Gehoppel im Wald und sehe, wie der Feldhase auf den Forstweg kommt. Ein schönes, in der Mitte des Forstweges war so eine Grasnarbe. Und da wuchsen wahrscheinlich leckere Kräuter für diesen Hasen. Und der hat sich da begnügt mit diesen Kräutern. Ist dann auf den Weg gehoppelt, hat gefuttert, ist weiter gehoppelt. Und der Feldhase, der hat ja die Augen wirklich hier so an der Seite. Ein reines Fluchttier. Dadurch, dass der Feldhase die Augen hier seitlich hat, hat er ein sehr weites Sehfeld. Rechts und links kann der sehr weit schauen. Die Raubtiere haben eher die Augen zentral hier vorne, weil sie eben ihr Tier, was sie fangen, jagen möchten, eben damit fokussieren. Die haben also einen ganz anderen Blick wie Fluchttiere. Zum Beispiel Pferde sind auch Fluchttiere. Hase auch. Der Hase ist so mit eines der kraftvollsten Fluchttiere. Ich sage euch gleich noch ein paar Sachen zum Hase. Der ist ein Fluchttier und man meint oft, dass Hase und Kaninchen wehrlos sind. Aber das sind sie gar nicht, wie ich selber feststellen musste, durfte.
Und der Hase hoppelte also immer weiter auf mich zu. Ein wunderschöner, prächtiger Hase. Und ich mag das, die mit ihren langen Löffeln, mit ihren langen Ohren, dieser starken Gestalt. Und der strahlt so eine Gesundheit aus, weil er auch nur diese Kräuter frisst. Und so eine Ruhe strahlen Hasen aus. Und dann hoppelte er und hoppelte er. Und ich stand einfach da. Ich wollte einfach wissen, wie nah kommst du jetzt an mich ran? Wann erblickst du mich? Und er kam immer näher, immer näher. Ich denke mal, bis auf 5 Meter oder näher war der vor mir. Und es war so schön. Man steht da in voller Meditation. Der Geist ist leer. Man ist einfach nur noch drauf konzentriert, dieses Tier zu beobachten und leise zu sein. Und das sind so die allerschönsten Momente. Ja, vielleicht noch ein paar. Ich halte mal meine Hand hier hin. Ich hoffe, es geht mit dem Wind. Es geht also immer noch so ein starker Wind. Ich hoffe, es rauscht nicht zu stark. Noch ein paar Worte zu den Hasen, Feldhasen und Kaninchen. Die sind also wirklich ganz schlaue Fluchttiere. Zum Beispiel der Feldhase, der kann Haken schlagen. Das wissen die meisten, wenn er rennt. Der rennt so und dann plötzlich haut er eine Hake rein. Also gibt es auch die tollsten Videos, wo Hasen verfolgt werden von Hunden oder mehreren Hunden. Die Hasen, die tricksen die aus, die können also richtig, die haben richtig Energie, kurzfristige Energie, die sind schnell, die können von jetzt auf gleich Speed geben und gleichzeitig noch diese Haken schlagen, die Richtung ändern, was das Tier, was den Hasen verfolgt, völlig irritiert. Des Weiteren, wenn der Hase in seine Sasse geht, das ist also sein Bodennest, sage ich mal. Denn was auch wichtig ist zu wissen, Kaninchen und Hasen unterscheiden sich. Kaninchen, die buddeln in der Erde, Feldhasen leben nicht unter der Erde, die buddeln nicht. Die leben in einer Sasse, in so einer Mulde drin. Und es ist oft so, dass wenn die zu ihrer Sasse hingehen, verwischen die Spuren, die legen falsche Fährten. Wenn sie in Richtung ihres Lagers, ihrer Sasse gehen, kann es sein, die gehen erstmal in eine andere Richtung und gehen dann denselben Weg zurück und hüpfen dann in ihr Lager hinein. Die legen also eine falsche Fährte, die gehen nicht direkt in ihr Lager hinein. Und das ist doch schon mal schlau, das ist doch absolut super. Und was ich jetzt letztens bei unseren Kaninchen festgestellt habe, übrigens, Kaninchen gebären ihre Jungen blind und unten im Bau drin. Ich glaube, blind und taub sogar. Sie sind völlig hilflos. Feldhasen nicht. Feldhasen werden sehend geboren. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied zwischen Feldhase und Kaninchen. Man meint ja immer vielleicht, die kleinen Kaninchen sind wehrlos. Aber wenn sie in der Nähe ihres Baus sind oder wenn man sie fangen will, was mir letztens passiert ist, da hat der mal ausgetreten und die haben wirklich sehr scharfe Krallen. Und das hat mir in der Hand richtig wehgetan. Als ob mir einer mit so einem spitzen Gegenstand in die Hand reinhaut. Die haben also richtig kurzfristige Kraft und treten so aus mit ihren Krallen noch dazu. Die können sich also schon wehren, möchte ich damit sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn das Raubtier das Kaninchen in den Bau verfolgen will, nehmen wir an, ein Wiesel, ein Fuchs etc., dann hat das Tier doch noch eine gewisse Chance, sich zu wehren und kann mit seinen scharfen Krallen austreten. Und es ist auch ja, mit die einzigste Waffe, wo das Kaninchen hat, vielleicht noch beißen, um sich zu wehren. Ich meine, wenn der Angreifer das Kaninchen und den Hasen richtig erwischt, dann hat das natürlich wenig Chancen. Die einzigsten Chancen sind eben diese Flucht. Und da sind sie wirklich sehr spitz, finde ich, drin, diese Tiere. Ja, das war so eines meiner Erlebnisse. Oh, da fällt mir noch ein Erlebnis ein, erzähle ich euch vielleicht das nächste Mal. Als ich am Lagerfeuer saß im Winter, und ein Rotkehlchen auf der Spitze meines Schuhs gelandet ist. Aber nicht rein zufällig kurz schreckhaft, sondern immer wieder flog dieses Rotkehlchen im Lager herum, weil ich den Schnee nämlich von der Erde befreit habe. Und es hat dann immer nach Futter gesucht und hat sich an mich gehalten und saß tatsächlich auf meinem Schuh drauf, neben dem Lagerfeuer, ungefähr so weit weg vom Feuer, hat mit einem Auge ins Feuer reingeschaut, hat mich mit dem anderen Auge angeschaut. Das war so eins der zauberhaftesten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Ich konnte das gar nicht glauben, was da passiert. Du sitzt in deinem Lager, die BW-Zeltbahn aufgebaut, mitten im Winter, hast dein Feuer. Ich habe davor gerade ein Video gedreht, wo ich im Winter in dem Weiher gebadet habe. Ja, und dann sitzt du da am Feuer, völlig mit der Natur verbunden und dann landet da noch so ein Rotkehlchen auf deinem Fuß, auf deinem Schuh und ist ganz zutraulich zu dir. Das sind schon tolle Erlebnisse. Das sind so die Erlebnisse mit Tieren, die man hier in Deutschland haben kann, mit kleineren Tieren. Und das freut mich auch schon. Ich brauche jetzt gar nicht so mehr. Ich meine, wir haben hier vielleicht Wölfe, Rehe, Hirsche und so, aber man sieht diese Tiere doch schon eher selten.
ich erfreue mich auch, wenn ich kleinere Tiere sehe, wie die Frösche. Okay, die sind jetzt nicht scheu, da ist die Herausforderung nicht so groß. Wenn ich jetzt auf ein Reh treffe und es sieht mich erstmal nicht, oder auf einen Wildhasen oder Füchse habe ich auch schon beobachtet. Ich sehe, da gibt es noch viel Erzählstoff. Also ich hatte ja einiges erlebt. Aber eben, warum ich das erlebt habe, die Grundbasis war eben immer, dass ich durch den Wald mich ganz leise, langsam bewegt habe. Okay, Leute, das war meine kleine Geschichte mit den Tiererlebnissen. Ich hoffe, euch hat das Video Freude gemacht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich hier draußen unterwegs bin. Mal schauen, was es hier noch zu erleben gibt. Macht's gut, Leute. Tschüssle. Leute, jetzt hätte ich fast vergessen, euch zu zeigen, was ich am Anfang des Videos angekündigt habe. Aber mir ist es zum Glück noch eingefallen. Das wäre ja eine Finte gewesen. Erst erzähle ich da großartig, dass ich euch noch was Schönes zeigen möchte. Und dann vergesse ich das. Oh, ich habe gut gespeist, Leute. Einfach nur ein Brot, belegtes Brot mit Wurst, mehr nicht. Ein bisschen Wasser dazu. Zu Hause gibt es nachher noch Linsensuppe. So, was habe ich da Schönes? Sowas kann man auch finden, wenn man draußen in der Natur unterwegs ist. Ein kleines Klappergebiss. Pass mal auf. Ja, das hier ist was ganz Interessantes. Das hier ist nämlich ein Schädel von einem Raubtier. Man sieht hier die spitzen Zähne. Aber von welchem Tier? Ganz charakteristisch hier oben, das ist das Unterscheidungsmerkmal oder ein gutes Merkmal, woran man erkennen kann, von welchem Tier dieser Schädel ist. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr denkt, von welchem Tier dieser Schädel hier sein kann. Ja, es ist doch toll. Da kann man sich alles genau anschauen. Hier ist sogar noch richtig der Kiefer drin eingehakt. Und ich kann mir hier die Zähne anschauen. Leider ein paar Zähne fehlen schon. Und kann mir das genau hier begutachten und anschauen. Noch ein kleiner Sicherheitshinweis für euch am Rande. Wenn ihr mal sowas im Wald findet, so Schädel, Knochen oder auch Abwurfstangen von Rehen, habe ich alles schon im Wald gesehen. Oder auch Vögel von, nicht Vögel, sondern Federn von Raubvögeln. Dann könnt ihr euch das ruhig gerne anschauen. Aber es wäre nicht erlaubt, laut der gesetzlichen Lage, diese Fundstücke mit nach Hause zu nehmen. Das darf man in dem Fall nicht. Denn diese Sachen, das wäre dann sozusagen theoretische Wilderei, diese Sachen, ich sage es jetzt mal ganz salopp, die gehören dem Jäger, dem Jagdpächter, der, wo dieses Waldstück, in dem ihr das gefunden habt, der, wo das gepachtet hat. Da ist es vielleicht gut, wenn man Beziehungen hat und wenn man sowas findet und ihr wollt es mit nach Hause nehmen, dass ihr einfach den Jäger fragt. Ich könnte mir vorstellen, dass da keiner etwas dagegen hat, wenn ihr euch sowas zu Schulungszwecken mit nach Hause nehmt und euch das dann anschaut. Aber ihr müsst praktisch vorher fragen, den Jäger, bevor ihr sowas mitnehmen möchtet. Aber man muss ja nicht alles mit nach Hause nehmen. Man kann ja auch einfach immer wieder in die Natur gehen und sich sowas anschauen und die Augen offen halten, was man denn halt so findet. Und dann findet man auch solche schönen Sachen. Okay, also jetzt beende ich das Video aber. Wie gesagt, was glaubt ihr, von welchem Tier dieser Schädel ist? Ich wünsche euch viel Spaß. Der ein oder andere weiß es, ein oder andere kann auch raten. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Tschüss, Leute.